Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Rubin, Randomizer Nuzlocke Challenge. Hier steht Maike und wir fragen sie mal, was sie möchte. Oh, hi Shawnee, wie geht es? Hör mit deinem Pokédex voran. Meine sieht schon ganz anständig aus. Ich habe im Blütenburgwald Pokémon gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Das ist schön für dich. Ah, sehr schön für dich, es interessiert mich einfach nur nicht. Ja, definitiv nicht. Und wir werden noch das Item hier mitnehmen. Her damit. Und X-Treffer. Ja, ist eigentlich auch ganz okay. Aber unser Weg führt uns jetzt zurück zu Mr. Breck. Bekanntlicherweise. Durch den Blütenburgwald, wo wir eventuell noch ein, zwei Items abstauben können. Ein Pokémon kriegen wir hier nicht mehr, weil wir haben hier Blume gefangen und das war ganz okay. Ja, so viel dazu. Besiegen wir dieser Knosp kurz. Ein paar wenige Erfahrungspunkte für Angela und drum, ja, ist das ganz gut. Wunderbar. Soll ich Angela nach vorne lassen? Ja, ich denke schon. Was willst du hier? Oh, hübsch, das ist der Orden der Arena in Metaros City. Du siehst wie ein Trainer aus, dann musst du dieses Item ausprobieren. Wundersaat. Super. Ja, ich denke, das lässt sich gebrauchen. Wo ist es denn hier? Verstärkt Pflanzenattacken geben wir selbstverständlich unserer Blume. Nein, nicht unserem Blattkopf. Nee, definitiv nicht. So, was sonst noch? Ein Raupi. Ein Raupi, ich hätte so gerne einen Raup gehabt. Ja, ich mag Raupi, verdammt. Ich weiß, Metbo ist nicht sonderlich stark, aber ich mag Raupi, okay? Superball gefunden. Nehme ich auch gerne mit. Naja, wir haben ein Bisaknosk gefangen hier und das ist schon okay, so würde ich sagen. Vielleicht finde ich ja sonst doch irgendwo wieder irgendwann ein Raupi. Wobei, ich weiß nicht, ob es jetzt Raupi nur hier gibt oder ich sonst auch noch irgendwann antreffen kann. Das weiß ich jetzt halt nicht. Oh komm, wenn jetzt Raupi ein Shiny wäre, dann könnte ich mir es fangen. Weil das darf ich dann. Shiny Raupi. Snobilikat auch noch, okay. Hauen wir weg. Raupis möchte ich nicht besiegen. Ich mag Raupis zu sehr. Ja, aber Snobilikat, ja, kann weg. Kann weg. Trotzdem über 100 Erfahrungspunkte. Das ist cool. Das ist sehr cool. Okay. Mr. Breck, wo bist du? Wo bist du? Da ist er und spielt Fangen mit seinem Pekko. Halt, stopp. So, Pekko hat gewonnen. warte, Mädchen, immer langsam, Pekko. Du bist Shawnee. Du hast meinen Lieblings-Pekko gerettet. Wir verlangen dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Vausau haben und ein Paket in Graviport City abgeben. Ja, da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen Segel in Richtung Vausau Hafen. Ja, bitteschön. Vausau Hafen, wir kommen. Anker gelichtet. Pekko, mein Liebling, wir setzen Segel. Ja, ist gut. Und dann fahren wir diesen Seeweg entlang und sind bald da. Route 105, ja, ist schön. Können wir uns auch noch irgendwann ein Pokémon holen? Route 106, hier auch. Was wir, glaube ich, sogar bald tun werden. Bin ich mir zwar nicht ganz sicher, aber... Ja, wir warten ab. Vausau Hafen. Wunderbar. Ja, hoi, wir haben in Vausau Hafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt dem Troy bringen, nicht wahr? Noch nicht gerade jetzt. Erstmal möchte ich hier reingehen. Nee, ich glaube nicht. Möchte zu dir hier gehen, glaube ich, oder? Hallo, ich will mit dir reden. Dies ist ein berühmter Angelplatz. Hast du Lust zu angeln? Aber natürlich. Ich habe dir genau zugehört. Und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir meine Angel geben. Vielen Dank. Wunderbar. Und da dies eine neue Stadt ist, was? Ja, Tipps zum Angeln brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist gut jetzt. Ich weiß, wie man angelt. Wir können uns hier auf Route 107 und hier in Vausau Hafen was fangen und das werden wir jetzt gleich tun. Aber, Moment. Nugget, komm mal bitte an die erste Stelle. So, wir werden jetzt versuchen, ein weiteres Pokémon zu angeln. Ich bin gespannt. Na, ich habe einen nervösen Zeigefinger. Daumen meine ich. Wie kann man Daumen und Zeigefinger verwechseln? Naja. Da war gar nichts. Wir versuchen es gleich nochmal. Kommt schon. Fischi, fischi, fischi. So, was bekommen wir? Krebutak. Krebutak ist in der Tat gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen.
Aber ich denke, ich muss wechseln. Nee, bisher passt es. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ja, ich denke, ich kann versuchen, einen Ball zu werfen. Los geht's. Komm schon. Komm schon. Danke. Krebuzak. Sowas gefällt mir doch schon besser als so ein Blattkopf, ganz im Ernst. Krebutak ist von Natur aus sehr gewalttätig, sodass es dauernd andere Lebewesen zum Kampf herausfordert. Andere Lebensformen lehnen es ab, mit diesem Pokémon in einem und derselben Teich zu leben. Okay. Wie soll ich es nennen? Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Seht ihr diesen Stern auf seinem Kopf? Und kennt ihr Mega Man 5? Ne? Fällt euch da was auf? Deswegen nenne ich es... Starman. So, Starman. Ja, wenn ihr nicht wisst, wie Starman aus Mega Man 5 aussieht, dann googelt. Starman wurde auf den PC übertragen. Finde ich aber nicht gut. Ich werde es gleich ins Team holen. Aber wie gesagt, ich möchte mir jetzt gleich noch ein Pokémon holen. Und zwar auf Route 107. Wo ist meine Angel? Wo ist meine Angel? Da ist meine Angel. Komm schon. Wir haben jetzt zwar ein volles Team, aber wer weiß, was wir hier noch kriegen können. Na? Mundtier! Wow, ich könnte mir einen Lederking trainieren, Leute. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Aber... ich weiß noch nicht. Wir haben immerhin schon mal ein Pokémon in der Hinterhand, was ziemlich gut ist. So. Versuchen wir es zu fangen. Pokebälle, da sind sie. Pokeball, los! Eins, zwei, drei und... Yes! Yes! So. Mundtier brennt darauf, sich auszutoben. Es kann nicht einmal für eine Minute stillsitzen. Es gerät in Stress, wenn es sich nicht andauernd bewegen kann. Shit, ich brauche einen Spitznamen für dich. Wir nennen dich... So, ich habe etwas überlegt. Ja, der Name ist doof, ich weiß, aber ist mir egal. Es ist immer nervös und deswegen nennen wir es näher... Nervoso. So. Oder Nervöso? Ich nenne es Nervöso, ist noch besser. So, Nervöso. Wunderbar. Hallo, Nervöso. Sehr schön. So, zwei weitere Pokémon gefangen. Und wie gesagt, Blattkopf wird jetzt erstmal abgelegt. Ich weiß nicht, ob ich schon stark genug für die Arena bin, ganz im Ernst. Starman, du kommst mit. Und Blattkopf, du bleibst erstmal hier neben Nervöso. Wunderbar. Nervöso, ja. Oh Gott. So, dann gehen wir erstmal in die Arena und hauen erstmal ein paar Trainer über den Haufen. Ich habe Nugget nicht geheilt, egal. Das passt jetzt für den Moment hoffentlich. Ja, eine dunkle Arena. Und ich werde hier immer alle Gänge abklappern, um alle Trainer mitzunehmen. So, da ist Nummer 1. Du forderst mich raus, hä? Dann wundere dich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Aber du hast einen coolen Move drauf hier. Du hast ein Pokémon, ein... Oh, du hast einen Entivier. Oh, ich möchte auch einen Entivier haben. Leute, ich möchte... Oh Gott, das ist Level 14. Ich möchte auch einen Entivier haben. Oh, das wäre der Wahnsinn. Gardevoir, Endivien, Aquana. Das wäre echt der Wahnsinn. Aber ich sehe schon, wir müssen zuerst ein bisschen trainieren, bevor wir hier in dieser Arena... was rocken können, glaube ich. Oh Mann, ich möchte auch einen Endivien haben. Laura, gib mir dein Endivien, ist klar. Du kannst dafür Blattkopf haben. Blattkopf wird auch zu Endivien passen, verdammt. Aber nee, Endivien ist cool und unser Blattkopf ist nicht cool. So, wo seid ihr anderen? Da ist noch jemand. Die Macht bestimmt alles. Komm schon! Was ist mit der Macht? Möge die Macht mit dir sein, oder was? Das ist was anderes, Kollege. Du hast ein Darmhirplex. Auf Level 14 auch. Ja, ich denke, für den Leiter brauchen wir eventuell noch ein bisschen Training. Aber das mache ich dann, wie gesagt, offscreen. Das muss ich euch nicht unbedingt antun. Wo soll ich trainieren?
Ich darf auf jeden Fall noch nicht in die Höhle hier in Faust am Hafen, weil das erste Pokémon, das da auftaucht, das muss oder kann ich mir ja fangen, nicht wahr? Oh, ich glaube, das wird nichts. Nein! Nugget! Oh, fick dich da, Mirplex, du dämliches Kack-Mistvieh! Oh, komm schon, warum macht das jetzt scheiß 14 Volltreffer? Oh, das gibt's doch nicht. Und, oh, ja, es ist typ normal und, oh, mein Gott, das hat mich gerade aus der Fassung gebracht. Oh, Nugget. Was trifft auch nicht? Leck mich. Du machst mir viel zu viel Schaden, mein Freund. Oh, Nugget, warum? Oh, Nugget, warum? Du machst mir echt zu viel Schaden, mein Freund, weißt du das? Finde ich jetzt gar nicht so cool. Blume, komm. Shit, unser Nugget. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Erstauner. Hör auf, Volltreffer zu machen, du dämliches Kackvieh. Ich hasse dich. Verdammt nochmal. Nein, unser Nugget, ganz im Ernst. Nugget war cool. Verdammter Volltreffer, das gibt's nicht. So, zerschneide das Mistvieh. Oh, verdammt. Blume, zerschneide das Mistvieh, okay? Es hat Nugget auf dem Gewissen. So, nicht ganz gereicht, aber die Egelsamen sind da. Kacke nochmal! Ja, ein bisschen Erfahrungspunkte für beide noch. Aber unser Nugget! Verfluchte Scheiße. Okay. Trainieren, ich hab's begriffen. Ich hab's begriffen. Definitiv, bevor wir den Leiter herausfordern. So, nächster Trainerkampf. Man muss doch Camilla nicht mit so einem etwas nichtigen belästigen. Ich mache dich fertig. Ja, unser Nugget wurde gerade fertig gemacht, okay? Mach keine Witze darüber, verdammt. Das drei Pokémon. Ein... Oh, shit, ein Boing genau. Ein Boing genau ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als Gegner sehen möchte. Konfusion. Immerhin ist Angela schneller. Macht aber keinen Schaden. Oh, Abgangsbund. Mach keinen Scheiß, okay? Mach keinen Scheiß. Sowas ist dumm. Nein! 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 Ich kann nicht auswechseln! Ich kann nicht auswechseln! Nein! Scheiße, verdammt! Halt, es hat Abgangsbund eingesetzt. Nicht Abgesang, oder? 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 Ja, ich stehe... Oh Gott. Ich hatte kurz Panik, dass das Abgesang war, nicht Abgangsbund. Holy shit. Spielcave. What? Leck mich. Ey, gegen ein Ding zu kämpfen macht echt keinen Spaß. Gegen ein Woin genau, ganz im Ernst. Das macht echt keinen Spaß. Kommt da, ja, kommt da dich selber aus, du Mistvieh. Konfusion. Dachte echt, das wäre Abgesang gewesen. Abgesang und dann hätte ich nicht wechseln können, das wäre jetzt echt fatal gewesen. Es reicht mir, wenn ich Nugget verloren habe, verdammt. Nicht auch noch Angela. Definitiv nicht auch noch Angela. Hör auf mit deinem scheiß Spiegelcape. Machst mir echt zu viel Schaden. So, hau das Vieh weg, Angela. So. Und dann erhältst du immerhin noch ein Level up. Leck mich wohin genau. Wow, 450 Erfahrungspunkte. Sehr cool. Ein Tangela. Super. Ich hätte so ein tolles Pokémon dagegen gehabt. Fuck. Okay, Angela, du bleibst drin. Oh Mann, ich brauche ein neues Feuer-Pokémon. Konfusion. Ja, war okay. Schlaf. Verarsch mich nicht, Angela, okay? Verarsch mich nicht. Ich mag das nicht. Habe ich Aufwecker? Ich habe doch Aufwecker gekauft, oder nicht? Natürlich nicht. Aber ich habe Beeren. Hier, Maronbeere. Guten Appetit, Angela. Und es ist aufgewacht. Verwurzler. Ja gut, damit kann ich noch leben. Du wirst trotzdem von Angela weggehauen.
Ab unser Nugget! Leute. Sehr uncoole Sache, das. Sind wir eigentlich bald bei Camillo? Oder kommen noch mehr, Dingens hier? Normale Trainerkämpfe, ich weiß es gar nicht. Yes, Level 15 für Angela. Ein... Shit, ein Ditto. Glaub es jetzt nicht dumm, wenn wir Starman einsetzen? Dann das Ditto und das Starman kopieren lassen und dann haben wir einen relativ schwachen Gegner. Mach halt mal Blubbe. So. Du solltest jetzt nicht allzu stark sein. Ja, ja, blub, blub, blub. Und dann wechseln wir aus auf Blume. Los, Blume, hau diese Kopie von unserem Starman weg. Ja, mach ruhig deinen Blubber. Wie viel Schaden macht das? Ein KP. Pa! Pa! Hier frisst den Rankenhief. Weg bist du. Danke. Wunder, wunder, wunderbar. Ja, Starman Level 7, Starman Level 8. Und Tamara wurde besiegt. Vielen Dank. So, haben wir jetzt alle besiegt? Ja, wir haben alle besiegt, außer den Arena-Leiter. Ich stelle mich hier daneben. Ich werde so oder so die Pokémon noch kurz im Pokémon Center heilen gehen. Und ich werde mir überlegen, ob ich noch ein kleines bisschen trainiere. Aber das erfahrt ihr erst beim nächsten Mal, denn das war es bereits wieder für heute mit Pokémon Rubin Randomizer Nuzlocke Challenge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!